Der Tod hinterlässt einen Schmerz im Herzen, den niemand heilen kann. Liebe hinterlässt eine Erinnerung, die niemand stehlen kann. Gefunden auf einem Grabstein. Red Ego präsentiert. Bevor sie schreien konnten, klatschte eine riesige, schleimige Klauenhand über ihren Mund. Das Wesen zerrte sie in den Schatten und sie ward nie wieder gesehen. Jutta, musstest du uns unbedingt so eine Horrorgeschichte erzählen? Na, was glaubst du denn? Wir sitzen um ein Lagerfeuer mitten im Wald herum. Womit hast du denn gerechnet? Ich glaube, Saki hört lieber romantische Geschichten. Lagerfeuerromanzen? Sowas gibt's doch gar nicht. Das arme Mädchen. Auch nie wieder gesehen. Was, wenn wir das wären? Wenn wir uns nie wiedersehen würden? Wovon redest du, Schatz? Wir sind mit der Schule fertig. Nach diesem Ausflug wartet die Erwachsenenwelt auf uns. Die meisten von uns haben Jobs in anderen Städten. Sen und Saki heiraten. Vielleicht sehen wir uns nie wieder. Nun sei doch keine Spielverderberin, Kanae. Wir würden schließlich nie den Kontakt zueinander abbrechen. Habt ihr das gesehen? Aber wie? Saki, alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut. Ich habe mich nur erschreckt. Alles okay, Schatz? Abgesehen von einem Herzinfarkt geht's mir gut. Aber was ist passiert? Keine Ahnung. Vielleicht war auf dem Holz Gas oder Öl oder so etwas. Was für ein höllischer Geysir hätte das Holz pitch nass sein müssen. Oder so. Ich habe weder Gas noch Öl gerochen. Habt ihr das? Ich nicht. Mensch, das war gruseliger als deine Story, Kumpel. Ist mir egal, mir ist kalt. Vielleicht sollten wir einfach schlafen gehen. Wir haben kein Holz mehr. Aber sollten wir das Feuer nicht lieber über Nacht brennen lassen, Sen, um die Wölfe fernzuhalten oder so? Das ist nicht so schlimm, sag ich. Hier gibt's keine Wölfe. Oder Zombies. Die würden das Feuer anlocken. Mag sein, aber die brennen und auch leichter. Wir könnten sie einfach anzünden. Hört mit den Witzen auf. Ich würde mich einfach sicherer fühlen, wenn wir ein Feuer hatten. Sen, bitte. Natürlich, Saki. Gut, dann lasst uns Feuerholz suchen gehen. Können wir nicht auf die Zombies warten? Dann kommt unser Feuerholz zu uns. Oh mein Gott, wie froh bist du denn? Ich finde, wir sollten uns aufteilen. Die harten Kerle gehen nach rechts, die Mädels gehen nach links. Harte Kerle? Lol.
Komm schon, gehen wir, Saki. Vielleicht werden sie von Zombies gefressen und wir haben endlich unsere Ruhe. Es ist zu dunkel, Saki. Hol mal die Taschenlampe raus. Und damit herzlich willkommen zu Return One Way. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ist das jetzt ernsthaft? Mann, One Way Trip. Jetzt habe ich es wieder. Entschuldigt. ein kleines Headcrawler in 2D mit Pixelart, ihr seht's. Und finde, das passt dann natürlich wunderbar zu dem in den Kanal rein. Und ja, ich wollte einfach mal was anderes spielen, mal was anderes bieten. Nicht nur immer diese klassischen Adventure. Irgendwo bin ich da hängen geblieben. Warte mal, ich kann gerade nichts rausholen. Lampe mit X. Ich drücke X, aber der reagiert nicht. Mann. Okay, na gut. Muss ich leider mit Maus und Tastatur spielen. Geht leider nicht anders. Ja, aber die ist so laut, finde ich. Ich hab gar keine Taschenlampe. Warte mal. Meine Taschenlampe müsste in meinem Rucksack sein. Ja, da ist sie. Taschenlampe. Ich könnte aber auch meine Notizen mitnehmen. Oder mein Notizbuch. Was er gesagt. Okay, Taschenlampe haben wir jetzt. Ja, so ist das doch schön. Können wir hier in das Zelt auch gucken? Ah, das ist das Zelt der Jungs. Sens Rucksack steht ganz vorne. Okay, gut. Wir sollen ja nach links gehen, haben sie gesagt. Okay. Sakis Taschenlampe, sie bringt Licht ins Dunkeln. Sakis Notizbuch, in dem sie ihre Gedanken aufschreibt und sortiert. Mensch, und bevor wir weitermachen, natürlich auch von mir nochmal. Hallöchen. Ich wollte mich dem Ganzen mal jetzt anschließen mit der Kameras aufnehmen. Und hoffe, es stört euch nicht. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, ob ich lieber die Kamera auslassen soll oder lieber anlassen soll, falls ihr mich sehen wollt. So, okay. Gut, gehen wir mal nach links. Ich hoffe, das von dem Bild. Na, warte mal. Wir können ja noch ein bisschen. Das war falsch genug. Ein bisschen dunkler regeln. So. Okay. Jetzt fangen wir aber an. Da ist die Kamera. So. Guck mal, hier ist Holz. Ah! Dieses Holz ist nass. Wir sollten weitersuchen. Okay. Dann suchen wir mal weiter. Was ist mit dem Holz? Da! Das sollte trocken genug für ein Feuer sein. Kehren wir zu den Zelten zurück. Trockenes Holz halten. Ein klarer türkiser See. In der Mitte steht ein knorriger Weide, die stumm Wache hält. Gut. Kann ich rennen? Nö. Oh, ist das? Was ist das? Hey? Was ist denn da gerade aus dem Baum geweht? Wie ein Blatt sieht das nicht aus. Hey, sieh dir das mal an, ein Umschlag. Oh nein, den würde ich lieber nicht öffnen. Warum denn nicht? Das bringt Unglück oder so. Sei nicht albern. Mal schauen. Wow. Was ist das? Das ist ein Haiku. Und es wurde für mich persönlich geschrieben. Hier, hör dir das an. Du erwachst wie die Sonne. Hell, warm, nährend, meine Liebe. Die Gegenwart gehört ganz uns. Nett, aber etwas kitschig für meinen Geschmack. Ich find's niedlich, echt schön. Wirklich? Natürlich, warum denn nicht? Wow, du bist ja echt romantisch, dass dir sowas gefällt. Aber wie ist es in den Baum gekommen?
Es muss aus Stans Rucksack gefallen sein. Und dann hat es der Wind hier hergeweht. Er wird traurig sein, wenn er glaubt, er habe es verloren. Aber ich weiß, wenn wir wieder bei den Zelten sind, stecke ich es in seinen Rucksack, okay? Ich möchte ihm nicht die Überraschung verderben. Also, verrate nichts, okay? Okay, versprochen. Na, na, ob das der liebe Verlobte war. So, hier machen wir mal wieder Feuer an, wa? Okay. Ich werfe das Holz einfach in die Glut. Super! Errungenschaft freigeschalten. Es brennt. Super, es brennt. Und nun? Sollen wir jetzt mal nach den Jungs gucken oder warten wir jetzt hier? Hm? Was sagst du? Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Kanai. Kanai. Saki, willst du das Gedicht nicht lieber verstecken, bevor die Jungs wieder da sind? Ja, ist okay. Da. So, ich habe den Umschlag in Sens Rucksack gesteckt. Wird ihm gar nicht auffallen, dass er weg war. Sieht so aus, als wären die Mädels schneller gewesen. Ach, wir hatten einfach nur Glück. Es war nicht weit. Das war kein Glück. Das Rennen war von vornherein verloren. Ich wusste nicht, dass das ein Wettrennen sein sollte. Komm schon, Schatz. Ihr Mädels habt so viel Holz vor der Hütte, da konnten wir gar nicht gewinnen. Ach, sei doch nicht so eklig. Da kann man doch sicher eine Gruselgeschichte draus machen. Irgendwas, wo das Holz vor der Hütte abgefackelt wird. Ich glaube, wir sollten jetzt ins Bett gehen. Wir lassen das Feuer einfach runterbrennen und... Was ist das? Du musst dich nicht verstellen, Sen. Kanae und ich haben es in der Nähe des Sees gefunden. Das muss aus deinem Rucksack gefallen sein. Es ist ein Haiku. Wunderschön. Das stimmt. Wer auch immer das geschrieben hat, ist total in dich verknallt. Aber die Worte sind nicht von mir. Dann hast du es aus dem Internet? Nein. Was ich meine ist, dass ich das nicht aufgeschrieben habe. Das war jemand anderes. Jemand anderes hier. Wer von euch war das? Sagis, meine Verlobte. Wer versucht hier, sie mir wegzunehmen? Also, ich habe das nicht geschrieben. Ich meine, ich habe dich zwar lieb, Saki, aber nur als Freundin. Mein Herz gehört Kanai. Ich war es nicht. Ich schwöre, ich trage nicht das kleinste Fitzelchen Romantik in mir. Das glaube ich dir nicht. Spuck's schon aus, Jutta! Moment, was denn? Komm schon, Jutta kann's nicht sein. Du bist doch eh schwul, oder Kumpel? Warum würdest du... Katsuki? Sen, lass das. Pah! Ich habe gesehen, wie er Saki nachguckt. Vor allem auf diesen Ausflug. Ich schätze, deswegen ist er allein gekommen. Obwohl, dich habe ich auch schon ewig nicht mehr mit dem Mädel gesehen. Spinnst du? Das ist mein Ernst. Ich könnte ja nicht mal einen Stein angraben. Du bist echt ein Scherzkeks, Sen. So kenne ich dich gar nicht, Sen. Läufst du uns deswegen hinterher wie ein Hündchen? Weil du hoffst, dass Saki mich verlässt, damit du den Helden spielen kannst? Ja klar. Als ob das realistisch wäre. Sorry, aber du musst darauf klarkommen. Wir heiraten. Sen, warum bist denn du so fies? Er ist unser Freund. Vielleicht bin ich ja doch noch nicht euer Freund. Oder, ja doch nicht euer Freund. So rum. Vielleicht war ich das ja nie. Weißt du, ganz ehrlich, was ist dein Problem, Mann? Ich sollte ihm hinterhergehen. Nein, lass ihn. Vielleicht sind wir alle einfach nur müde, vor allem einer von uns. Aber Saki, geh schlafen. Sen, Jutta kommt irgendwann zurück und dann reden wir. Meinst du, er ist okay ohne uns? Natürlich, wir müssen alle nur ein bisschen runterkommen. Morgen wachen wir alle wieder auf und sind Freunde, wie immer. Du wirst schon sehen. Na hoffentlich. So ein Streit unter Freunden ist nie was Schönes.
Später. Später. Na toll, Kamera wieder im Bild. Hm. Ich schwöre, ich hatte gerade Gänsehaut. Was für ein Albtraum. Das kleine Mädchen war echt gruselig. Das fühlt sich so echt an. Was war das? Ein Erdbeben? Kanai, Leute, Sen. Habt ihr das auch gehört, spürt? Spürt? Warum antwortet mir niemand? Was ist denn los? Wo kommt plötzlich dieser Nebel her? Alle sind weg. Sen, Kanae, Katsuki. Vielleicht sind sie auf der Suche nach Yuta gegangen. Am besten folge ich ihnen. Okay. Ja, dann machen wir das mal, wa? Tief im Wald. Der versperrt uns den Weg. Wow, das Erdbeben hat den ganzen Wald umgepflügt, ohne die Ranken zu zerschneiden. Komme ich hier nicht durch? Ja, das tut mir leid, Mädel. Tja, meine Freunde, das war Return, One Way Trip. Wir kommen nicht weiter, weil die Ranken uns den Weg versperren. Aber, warte mal, das Zelt der Jungs sieht noch nicht so aus, als hätten sie geschlafen. Okay, habe ich noch irgendwas im Rucksack? Das Zelt der Mädchen. Wieso ist Kanae weg, ohne mich aufzuwecken? Das Lagerfeuer ist alt und feucht. Alt und feucht, ihr wisst schon. Sen? Kanae? Seid ihr das? Yuta? Wehe, ihr wollt mich erschrecken. Ein einfacher, verwitterter Stein, der ein behelfsmäßiges Grab markiert. Darauf eingekratzt ist das Wort Mama. Aber das war doch vorhin nicht da. Vielleicht hat das Erdbeben es aufgedeckt. Mama, was da wohl passiert ist? Jetzt brauche ich erstmal ein Messer. Nanu? War das einer von euch? Oder ein Tier. Das war kein Mensch. Hoffe ich zumindest. Was treibt denn da auf dem See? Ein Baumstamm, auf dem irgendwas ist, muss bei der Erschütterung an die Oberfläche gekommen sein. Ich komm fast ran. Kukri! Irgendein komisches Messer. Schuppi, wir haben alles. Die ganze Zeit weiblich reden. Und dann kann ich das noch nicht mal gut. Mann, ich muss mal ein bisschen meine Frauenstimme üben. So, dann einmal das Messer. Ein seltsames Messer mit einer verrosteten, aber doch scharfen Klinge. Die Klinge ist rostig, aber für den Ranken sollte es reichen. Der rostige Kukri zerbricht. Wer? Hey. Das ist überhaupt nicht witzig. Ist ein wirklich hübsches Mädchen. Die Saki. Wer auch immer das war, ist hier lang gelaufen. Die kriegen was zu hören, wenn ich sie finde. Erst recht Sen. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Oh. Wer ist da?
Was zum... Ein Zug? Hier draußen? Wo kommt denn der her? Scheint ein ganz alter zu sein. Der ist bestimmt schon seit Jahren hier. Vielleicht habe ich mich im Nebel einfach verlaufen. Mal überlegen. Ich bin alleine. Mitten in der Nacht. Und überlege, ob ich einen verrosteten, vermutlich gefährlich instabilen alten Zug betreten soll. Das schreit ja gerade nach einem Desaster. Aber was, wenn meine Freunde da drin sind? Ich kenne sie doch. Sie sind bestimmt hineingegangen und haben dabei die Zeit vergessen. Ich habe wohl keine andere Wahl. Ich sollte nachsehen, ob sie im Zug sind. Kapitel 1. Alle an Bord. Und damit würde ich sagen, meine Freunde, war es das erstmal mit der ersten Folge. Natürlich wieder nur viel Gerede. Aber ich denke mal, in Folge 2 werden wir ein bisschen mehr von dem Spiel sehen, worum es hier geht, warum dieses Spiel Horror sein soll. Ich bin gespannt und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir lieben gerne ein Däumchen da. Ich würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch was. Bye, bye.